Den 12 zum Gruße, liebe Freunde des gepflegten Gamings, und herzlich willkommen zurück hier bei Drakensang. Mein Name ist Lomdom Silver und schön, dass du dabei bist hier in Folge 115 meines Let's Plays. Genau, das ist die letzte Folge dieser Aufnahmesession. Danach mache ich mich ein kleines Päuschen, schneide noch ein bisschen und gehe dann zu Bett. Aber solange hier das Feuer noch lodert in mir, kann ich noch was aufnehmen und ich gucke erstmal, was die für Sachen bei sich tragen. Hier, der Gerling, den wir gesucht haben, haben wir endlich gefunden. Amulett darunter. Okay. Was bringt es denn? Etikette. Oh, schön. Ja. Den Prinzen beklauen. Ich beklaue jetzt erstmal alle und bevor wir hier weitermachen. Oh, fehlgeschlagen. Heda, nicht da. Entschuldigung. Entschuldigung. Das sind noch ein paar Drachentöter. Mit denen müssen wir alle auf jeden Fall noch gut stehen. Uns gut stehen. Weil die werden wir wahrscheinlich noch brauchen, wenn es drauf ankommt. Jo. Aufgabe, upsala, hier dreht sich mal wieder alles im Kreis. Aufgabe ist es aber auf jeden Fall, hier ist ein Drache gewesen, der hier das Ganze verwüstet hat. Ist nicht schön, aber alle leben dafür noch. Sie haben den Drachen. Verdammter Hortomusch. Gerling hat mir erzählt, was du vorhast. Okay. Du willst die verlorene Schlüsselscheibe für den Drachenturm finden. Genau. Hast du vor, gegen den Drachen zu ziehen? Genau, das wollte ich jetzt sagen. Wer ist ein Drache, der hat hier alles für Unheil gesorgt. Wir müssen einen Schlüssel finden, der verbirgt sich in der verlassenen Erzmine. Den müssen wir holen. Ansonsten gerne nochmal die letzte Folge gucken, das Ende der letzten Folge. Ja, mein Ziel ist Morolosch. Ich dachte, durch diese Tat könnte ich euren Respekt erringen und so Einlass in die Zwergenstadt erhalten. Ich möchte mit euch zusammen gegen den Drachen kämpfen. Je mehr Waffenarme, umso mehr. Umso besser. Ein Drachentöter ist zu sein, ist kein Zuckerschlecken, Junge. Aber wenn du mir die Scheibe bringst, sollst du auch an unserer Seite kämpfen. Ich werde mit meinen Kriegern schon einmal zum Turmeingang nordwestlich von Talon aufbrechen. Komm dorthin, wenn du die Scheibe gefunden hast. Und dann geht's es dem Drachen an den Kragen. So wahr ich Arum, Sohn von Aramboloch heiße, bin. In Ordnung. Aber bevor ich gehe, würde ich noch eine Frage stellen. Ja, nur zu. Ihr seid der Sohn, ja, okay. Erzählt mir von Morolosch, der Zwergenstadt. Es ist die Perle des Bergs. Von außen wenig mehr als ein Tor im Fels ziehen sich die Gänge und Höhlen viele Meilen bis in das Herz Aventuriens. Lampenlicht und Schmiedefeuer spiegeln sich auf Stein und brechen sich in Kristallen. Von den Wänden hallt das geschäftige Treiben der Angroschim wieder. Wenn wir diesen Kampf überleben, müsst ihr in die Hallen von Morolosch kommen und mich auf meinem Vater besuchen. Sehr gerne. Gucken wir mal. Wie habt ihr von dem Drachen erfahren? Der Stadtrat von Talon wollte ja kaum wahrhaben, dass so eine gefährliche Kreatur umgeht. Der Hohepriester des Angrosch in Morolosch, Xolgorax, hatte einen Traum, in dem er Talon in Flammen aufgehen sah. Wir haben vor langer Zeit einen Pakt mit den Menschen hier geschlossen, ihnen jederzeit wieder zur Seite zu stehen. Wenn die schändliche Drachenwesen ihre schuppigen Häuter wieder erheben. Also habe ich mich und meinen engsten Kampfgefährten auf den Weg hierher gemacht, um die Bestie zu erlegen. Und, so wie es aussieht, kamen wir in keinen Augenblick zu früh. Okay. Dann zieht er schon mal dorthin. Das ist schön. Das ist wunderschön. Und dann können wir nämlich auch schon mal... wo? Genau. Können wir auch schon mal weiterziehen, weil wir müssen jetzt hier hoch zu der verlassenen Mine. Wir gucken uns trotzdem erstmal kurz hier um, was hier vor sich geht. Also das ist der heilige Apfelbaum. Mit dem hat alles angefangen. Hier den Reichtum von Eirich. Harpien. Oh, da kommen wieder Harpien. Genau, wenn der jetzt natürlich kaputt ist, ich meine, der Reichtum, den haben sie mittlerweile, aber ist damit vorbei mit dem guten Kaufmann? Ist es damit hinüber? Ich weiß es nicht. Ach, hier komme ich nicht runter, ne? Ach, Mann. Da sind Harpien, da sind, was? Was, Harpier und, ach so, Gulmot. Ich dachte schon, was ist das denn für ein Monster, was da noch auf uns lauert. Aber nein, es war ein Gulmont. Ach Leute, jetzt komme ich hier nicht runter. Würde ich mich verarschen. Das ist nun. Also, dass das nicht springen hier nicht geht, ist natürlich irgendwo verständlich. Ja, Programmiertechnik und so weiter, ich verstehe. Aber trotzdem ist es ärgerlich. Oh, hier ist eine Truhe, die ist verschlossen. Entschuldigung, wäre ich fast vorbeigelaufen. So, die ist geöffnet. Mal gucken, was hier drin sich befindet. Ah, was soll's. Was soll's, wir nehmen es natürlich mit an uns. Hast du noch was, was wir klauen können? Hatte ich die schon geklaut? Ich weiß gar nicht. Nö. Ach, es gibt zwei von euch. Alles klar, Bibliothekar und du bist der Geweihte. Alles klar, ja dann.
Gucken wir mal, was wir hier brauen können. Ich glaube, wir können nämlich gar nichts brauen. Quellwasser haben wir, Einbeere haben wir. Quellwasser und Einbeere. Haben wir nicht genügend Einbeeren? Drei. Ist aber echt wenig Einbeeren gefunden hier. Und hier? Eine. Damit hätten wir vier Einbeeren. Ja, das bringt nichts. Ich habe verstanden. Gut. Ist dann irgendwas? Nö. Alles hier so relativ in Schutt und Asche gelegt. Ja, was willst du machen, ne? So ein Drache, der hat es schon in sich. So, jetzt gehen wir mal dahin, wo die Harpyien sind. Mal wieder ein kleines Kämpfchen. Da hatten ja lange keinen Kampf mehr gehabt. Ich überhaupt so richtig, ja, ne? Ich gucke erst mal, weil hier waren die Harpyien. Die würde ich gerne mal töten. Da oben sind sie. Komme ich aber nicht hin, ne? Vielleicht doch die andere Richtung gehen. Ja, dann folgen wir mal dem Weg. Naja, wir sind von da gekommen, wo wir gerade. Also wir sind von da hinten gekommen, deswegen gehen wir mal hier lang. Und dann werden wir wahrscheinlich auch den Harpyien begegnen, denke ich mal. Wie gesagt, wissen tue ich nicht, soweit war ich noch nicht in diesem Spielchen. Aber Harpyien sollten uns ja jetzt nicht mal groß gefährlich werden. Außer sie sind natürlich jetzt da wieder hochlevelig, weil wir jetzt in einer anderen Region sind. Das wäre natürlich tückisch, weil ich natürlich jetzt von Harpyien ausgehe, die wir von Anfang an kennengelernt haben. Aber bei den Wölfen muss ich sagen, die hatten auch nur Lebensenergie 23. Das ist in etwa das, was wir ganz am Anfang erlebt hatten. Wo sind denn jetzt die Harpyien, Freunde? Wo sind sie denn jetzt? Da kommen sie doch schon. Da. Ja. Hier ist wieder eine schöne Melodie. Die typische Avestroll-Melodie. Es ist richtig schön. Gefällt mir gut. So, bevor wir jetzt da uns reinschmeißen, würde ich kurz einmal noch speichern. Da kommen sie doch schon. Siehst du da oben? Fliehen sie doch. Fliegt, meine Freunde, fliegt. Und Autosave hinterher. Wunderbar. Zweimal gespeichert. Fulminikus. Hallo? Wie viel haben die denn? 60. Wir gehen hinterher. Weil wenn die gleich runterkommen, ja, da kommen sie schon. So. Einmal drauf. Die haben es nämlich in sich. Also die sind schon nicht ohne. Wow. Ja, noch geht's, aber wie gesagt, die haben es in sich. Dann nehmen wir mal einen Ignifaxius, Flammenstrahl. Huch, hat er jetzt nicht drauf gehauen? Oder haben die beide nicht drauf gehauen mit dem Wuchtschlag? Nö, ne? So weit waren sie scheinbar noch gar nicht. Vielleicht hatten auch die Harpyien den ersten Angriff. Das kann natürlich auch sein. Boah. Ja, der eine ist weg. Wunderbar. Dann nehmen wir uns den nächsten. Oh, hier. Guck mal, Vorgriff kann auch mal richtig voll zulangen. Umwerfen oder niederwerfen wird nichts bringen in diesem Fall. Ignifaxius. So. Ah, das sind ja auch nur fünf. Kriegen wir hin. Jo, der ist weg. Dann würde ich mal vorschlagen, dass du mal wieder anfängst zu heilen. Zack. Ja. Sehr schön. Da kann Vorgrim auch nochmal hier ordentlich zuhauen. Oh, ich habe Kohldampf irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich habe nicht so viel gegessen heute. Super, dann die nächste. Ja, sind gleich alle wieder auf. Geheilt hier, ne? Da ist noch einer. Ach, zwei sind es noch. Ja, okay. Na, komm. Oh, das hat nicht so viel gebracht. Dann müsste sie ihn doch mal heilen. Oh, verwundet. Aber das ist, glaube ich, jetzt okay. Das kann er ab. In dem Moment. Dass die Harpie auch nicht einfach ein bisschen höher fliegt, wenn sie Schmerzen verspürt. Also ich hau sie mit dem Schwert und sie hält trotzdem dagegen. Das ist ein bisschen merkwürdig. Naja. Wie dem auch sei. So, Vorgang kann nochmal zuhauen. Super! Da haben wir es doch. Und die Verwundung. Machen wir erstmal hier. Hatte nicht nur einer eine Verwundung? Scheinbar. Scheinbar doch nicht mehr. So, tote Harpie.
Kann ich nicht. Nee. Kann ich nur so mir angucken? Ja, ich kann gar nicht looten. Die kann ich looten. Ich nehme die Sache in die Hand. Nee, kann ich nur so looten. Na gut. Dann haben sie wahrscheinlich nicht so geiles dabei. Gut, Harpienfedern. Das war's. Oh Gott. Das ist ja lausig. Von 5 Harpien kann ich eine looten. Eieiei. Das ist aber nicht so viel. Wahrscheinlich muss ich da hinten lang. Ich gucke aber trotzdem erstmal, was hier oben vor sich geht. Ach, guck mal hier. Ah, ja. Die sind sehr viele Harpien. Ah, okay. Aber die sind scheinbar sind die okay. Wir werden keine Freunde werden, aber ich glaube, die Harpien, die kriege ich noch bezwungen. Hier komme ich nicht hin. Wie komme ich denn zu den Harpien hin? Jetzt bin ich heiß auf die Harpien. Heiß auf Harpien. Hier? Auch nicht. Doch. Hier geht's hoch. Oder doch nicht. Nein. Ja, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube schon, dass ich hier unten lang muss. Oder? Ja. Wir machen das einfach. Oben ist ja nicht erfolgreich gewesen, deswegen gehe ich mal hier unten lang. Ja, wenn wir hier in den Bogen gehen, glaube ich, kommen wir dahin, wo wir hin müssen, ne? Ja. Sieht zumindest so aus. So. Wo sind sie denn? Wo sind sie? Was ist denn da? Ein Kronchichis. Weißt du was? Das gönnen wir uns noch auf dem Weg dahin. Ah, schon geschehen. Hast du gehört? Wie er auch geflüstert hat. Wo sind denn die anderen? Na, sehe ich jetzt hier nicht. Alles nehmen. Wunderbar. So. Meine Freunde, jetzt gehen wir hier hoch. Huch. Hallo. Alles klar. Ja, lieber Harpier. Hast mich nicht gesehen? Das ist aber komisch. Gleiches Spiel wie vorhin auch. Ignifaxius Flammenstrahl. Oh, rösten wir uns mal eine. Und los geht's. Ja, ist okay. Hätte ich jetzt besser gedacht, aber gut. Auf jeden Fall ist es schon mal verwundet. Das ist schon mal viel wert. So. Zack. Ja, das ist viel wert. Jetzt kommen sie alle. Okay, das ist schon mal gut. So, die nächste. Da. Nehmen wir den einfach. So, einmal drauf. Ups. Ist gerade die Maus ein bisschen am... Hast du gesehen, die war am Springen gerade. Hatte ich gar keine Chance hier, so schnell zu reagieren. Ja. Jetzt verwundet, okay. Guck mal, hier ist einer, der schon verwundet. Können wir ihn dann zwischendurch mal einfach mal so heilen? Mal gucken. Ja. So, der nächste. Oh, ist egal, ne? Gegen wen? Ich hätte Lust auf einen Krustenbraten gerade. Ich weiß auch nicht warum. Ganz komisch. Frag mich nicht. Frag mich nicht. Oh, der ist gleich weg. Ja. Also, kriegt ihr wahrscheinlich doch geheilt. Man hat schon 2 Wunden. Da muss ich natürlich drauf aufpassen. Sie selber auch. So, jetzt hat sie ihn geheilt. Jetzt muss sie sich selber erstmal heilen, bevor sie gleich weg ist. Das wäre furchtbar. Ne, dann nimmt er sich den nächsten schon. So. Nein. Zack, zack. Jetzt hat sie schon 3, weil sie sich gar nicht verteidigt hat. Jetzt heilt sie sich aber gerade mal selber. Halt. Sie kann wieder einen Fruchtschlag setzen. Alle anderen hauen wieder drauf. Und sie sollte sich mal heilen jetzt. Na komm. Sehr schön. Puh. Ja. Und jetzt sich selber nochmal... Also... Wunden heilen und sie sich jetzt nochmal selber heilen. Hi, der Witzker. Ganz schön viel los hier. So, aber alles noch im, alles im Griff hier. Alles gut. Der ist jetzt auch gleich weg. Bam. Ah, sie heilt sich jetzt und dann ist gut. Schön. Haben wir es doch. Jawohl. Und jetzt kann sie ihn auch heilen. Und den Vorgrim. Wir haben doch noch über... Ach, was weiß ich. Alles klar. Misslungen. Oh. Entschuldigung. Sie sollte ihn heilen auch.
bevor er sich selber umbringt hier. Und dann sollte sie den Vorgrim noch heilen. Weil jeder hat ja seine Spezialgebiete und sie ist natürlich unsere Heilerin. Ja, toll. Kann nichts looten hier. Da sind die nächsten Harpien. Also, sehr viele Harpien in diesem Gebiet. Muss irgendwo ein Nest geben. Ah, witzig. Ja. Gut. Wir lachen später. Ich gehe mal kurz hier gucken, ob das der Eingang ist. Ja, das ist der Eingang. Okay. Dann lass uns gerade noch gucken, ob wir die Harpien auch noch kriegen. Dann haben wir die auch weg. Dann haben wir das ein bisschen gesäubert hier, das ganze Gebiet. Da oben, ne? Habe ich, glaube ich, gerade gesehen. Ja, ja. Aber da, da fliegen sie. Komm, ich geh einfach hin. Scheiß der Hund drauf, mit Erstangriff und so. Hallöchen. Hallöchen, Popöchen. So, jetzt einmal hier, zack. Ja, gleiches Spiel wie vorhin auch. Ja, die sind auch alles. 60 ist okay. Die haben keinen Rüstungsschutz. Da lässt sich das alles gut machen hier. Ja. Komm, machen wir nochmal hier den hier. Ach. Mein Hintern tut langsam weh. Vom ganzen Tag sitzen, ey. Das ist. Ich weiß, First World Problem, aber. So, sie muss jetzt mal wieder ein bisschen weg. Dann. Oh! Freunde, was ist denn mit ihm los hier? Heide Witzka. Nee, da muss sie auf jeden Fall erstmal. Boah, krass. Er trinkt sich ein. Puh. Das war nicht so geplant. Wo ist denn Jesidoro? Hier, er. Dann nehmen wir den. Nehmen wir den. Wow. Das war heftig. Jetzt hoffentlich kann sie ihm die Wunden heilen, weil sonst sieht es mit ihm nämlich schon schlechter aus. Na komm. Jetzt hat er 4 Wunden schon. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Komm. Boah, das war knapp. Machen wir das aber gleich nochmal. Sie hat auch 2 Wunden. Dann mache ich erstmal bei ihr. Boah. Das war jetzt nicht geplant, Freunde. Oh, jeder kann nochmal hier so einen schönen Wuchtschlag setzen von denen. Dann ist der schneller weg. Ja gut, dann kann sie auch gleich schon wieder hin. Oh. Das ist ja Dauerheilung hier, die wir ja machen müssen. So. Entweder haben die es hier in sich, oder ich war einfach nur, hatte Glück gehabt bisher. Weil die hauen schön zu. Guck mal hier. 2, 2, 2, 2. Okay. Ja. Okay, vielleicht hat er einfach nur Glück gehabt bisher. Okay, also sie heilt noch, okay. Ja, dann den letzten und dann haben wir es doch. Oh, da sind noch mehr. Eieiei, wie viel sind denn hier noch? Ach, das sind die, die ich da oben gesehen habe vorhin. Okay. Ja, alles klar. Quiek. Oh, hier können wir nochmal Harpienfedern sammeln. Hatte sie, glaube ich, ne? Ah, mal gerade hier ein bisschen Pflanzenkunde. Boah, 11. 11 Gullmannblätter, ja gut. Das ist natürlich. Das ist schön. Nochmal 11. Nochmal kurz hier alle heilen lassen. Oh. Ich sehe schon gerade, den muss ich noch mal hier gerade verarzten. Seine Wunden. Nimmt sie. Ja, eigentlich können wir noch die anderen Harpien töten, ne? Oh, ich würde sagen, ja. Waren die nicht hier? Hä? Was war das denn gerade? Habt ihr gesehen, da ist gerade was weggeflickt? Könnt ihr gerade nochmal zurückspulen, könnt anschauen. Ich kann es leider gerade nicht. Entweder war das hier so ein Grafikfehler oder es war irgendwas, was so nicht sein sollte. Da kann ich nicht hin. Ich kann nicht über den Baum drüber. Willst du mich flachsen?
Spiel, echt ernsthaft. Nee. Die Harpien sind weg. Ich meine, Harpien kommen und gehen im Leben. Jetzt sind sie da hinten. Kann ich die irgendwie locken? Da komme ich auch nicht hin. Mein Gott! Wie komme ich denn da hin? Ich bin hier. Ich habe hier gerade Blut geleckt, Freunde. Ich will kämpfen! Naja. Hier sind die anderen Harpien. Oh, mein Bein juckt. Warte mal kurz. So. So, wir laufen drauf zu. Ah, da sind sie. Alles klar, Freunde. Kommt mal ran hier. Oh, hoffentlich sind es nicht so viele. Hab ich den Mund jetzt nicht zu voll genommen. Eine Finte. Einen schönen Wuchtschlag. Ja, auch nochmal. Ein tolles Rezept, meine Freunde. Ein tolles Rezept. Ja. Oh, reicht ein Fulminikus, glaube ich, bei denen. Die sind nicht so. Die sind ja nicht so. Ja, 14 hat das gebracht. Alles klar. Hauen wir noch einen drauf. So, nee. Warte mal den nächsten hier. Auf wen hat sie jetzt gerade? Warte mal. Alles klar. Wir wollen ja alle den einen und denselben nehmen. Hm. Gute Entscheidung. Das geht schnell. Ist noch keiner verwundet diesmal. Ich weiß, wenn ich das sage, ist dann meistens soweit. Okay, den haben wir auch. Dann würde ich den jetzt hier einfach mal anpeilen. Zack, zack, zack. Drauf. Wobei, er könnte nochmal... Ja, er kann nochmal einen schönen Wuchtschlag. Und er könnte auch noch eine Finte setzen. Ja. Und sie könnte auch schon wieder direkt hinterher. Ich habe ja schon gewusst, dass das nichts gibt hier. Deswegen kann sie direkt mal hier raufhauen. Die ist ja meistens etwas langsamer, was das angeht, ne? Denn die machen ja alle platt und dann hat sie ihren Zauber gesprochen. Ja, wie man jetzt auch wieder gerade sieht. Ja, die waren jetzt aber ein bisschen lame. Haben die denn auch 60? Ja. Dann weiß ich auch nicht, was da war. Das bin ich. Komm, hier noch ein schönen Ignifaxius Flammenstrahl drauf und der Drops ist gelutscht. Ja, siehste. So. Eine Harpienfeder. Harpienfeder. Achso, da ist schon wieder einer. Ah, hier ist Idorus wieder verwundet. Immer dieselben hier. Immer dieselben. Na komm. Schön. Haben wir es doch. So, und jetzt ab zur Mine. Jetzt habe ich mal. Was? Kann das sein, dass das dauernd hier einfach nur die wieder spawnen? Komm, ich gehe gleich einfach rein, wenn, der ist näher, ne? Nehmen wir den. Obwohl, wäre egal gewesen, glaube ich. Das bin ich. Ja. Donnerkeil. Phorax. Zack. Zum Angriff. Oh, mir juckt meine Nase, ey. Was ist denn los? Gibt ja doch gar kein Geld hier. Oder doch? Vielleicht habe ich Glück. So, Nummer 1. Alles klar. Das geht schnell. Also mit Fulminikus Donnerkeil bin ich gut dabei, wenn ich das mache. Und jeder macht so seinen Special-Angriff und dann sind die Gegner schon relativ schnell hinüber, wie man sieht. Jetzt kann sie nochmal... Ja, doch. Musste da nochmal setzen. Wow, 42. So, hier drauf... Er kann auch einen Wuchtschlag setzen, dann soll er das aber auch machen. Na komm. Oh! Heieiei, guck dir das mal an hier. Da muss er auch mal sich selber mal heilen gerade. Ich mach das schon. Lass das mal Vorgrim machen. Ich nehme die Sache in die Hand. Ah, sie ist auch nicht gut dabei. Sie hat auch hier schon einen. Aber eins geht ja noch, wie gesagt, fünf. Wird dann schon schwierig. Wow. Manchmal ist es kritisch. Ich weiß nicht warum. Das ist einfach, glaube ich, reines Würfelglück oder Pech. Zack, zack, zack. Auf den letzten. Ja, diese Doro dürfte es schaffen. Ah, gut, da halt. Alles klar. Wunderbärchen.
Na komm. Haben wir es doch. Achso. Eine Harpyenfeder. Oh, das ist noch eine. Hat es jetzt abgebrochen, gerade weil ich weggegangen bin? Kann das sein? Ich glaube schon. Hallo? Jetzt macht es wieder nicht. Was ist denn los? Na klar. Also das scheint echt ein Bug zu sein. Manchmal. Jetzt macht sie es. Sehr schön. Aber ich glaube, manchmal ist das wirklich ein Bug. Dann funktioniert das nicht. Candidus. Haben es doch. Was ist eigentlich hier? Warte mal, haben wir lange nicht mehr geguckt. Respekt der Zwerge. Fehlt den Schlüssel zum Horn. Ja, alles klar. Das ist doch das, was wir gerade machen. Okay. Und jetzt hält uns nichts mehr auf. Jetzt gehen wir in die Mine rein. Egal was, ob da noch irgendwelche Harpien sind oder was auch immer. Wir gehen jetzt erstmal rein. Und schauen, was hier vor sich geht. Verlassene Erzmine. Ob sie wirklich so verlassen ist, wir werden es feststellen. Klösterchen. Mallorca ist kein Klösterchen. So. Ja. Gut. Wie groß scheint die zu sein? Oh, ist wieder so groß. Sie ist wieder so groß. Warum ist hier alles so groß? Oh, wei, oh, wei. Da habe ich schon richtig Bock, noch eine Folge zu machen. Oh. Oh, eine Smaragdschmiede. Oha, Freunde. Ja, dann lassen wir die noch mal gerade rösten hier. Ich glaube, Smaragdspinnen oder Kälteschock. Ich probiere einfach mal was aus. Keine Ahnung, was so eine Spinne nicht mag. Boah. Ist doch nur eine, ne? Reicht ja auch. Ich meine, das ist ja der Punkt. Was hat sie denn? Sie ist verwundet. Lass das mal vor Grimm machen. Wieso hat sie denn Smaragdspinnengift? Kladdis steht da mittendrin. Warum? Warum steht Kladdis da mittendrin, Leute? Ich verstehe es nicht. Die sollte doch einfach nur einen Zauber sprechen von hier vorne. Ich nehm die das ist natürlich scheiße wieder, ey, ehrlich. Aber gut. Sie ist hier natürlich aus bewusstlos. Jetzt ist sie bewusstlos. Also eine beschissenere Situation gibt es ja gar nicht hier. Ach Gott, ey. Hoffentlich ist das hier nur mit dem Schmarktspinnengift. Spinnengift. Ja, Gott sei Dank ist das so. So. Einmal selber heilen, aber sie hat schon gut abgekriegt, die Spinne. Da freue ich mich doch. Dass wenigstens so Bemühungen nicht umsonst waren. Okay, Finte macht er gerade noch. Alles Ruchtschlag und so macht. Hat sich schon erledigt. Okay. Ja. Gut. Tierkunde, da würde ich gerne noch dann mit dem Kirschnermesser machen. Das war ja wieder so ein heroischer Kampf, also ganz ehrlich. Respekt, Leute. Nix? Die hat nix dabei? Wie lahm ist das denn? Ich kämpfe gegen eine Smaragdspinne und ich kann doch nicht mal Smaragdspinnengifte oder so nehmen. Schade. Aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht alles war. Tja. Und was uns da noch erwartet in dieser verlassenen Erzmine, das erfährst du, lieber Zuschauer, in der nächsten Folge. Wenn dir diese Folge gefallen hat, gib dem Ding einen Daumen nach oben, wenn du nichts verpassen möchtest. Vor allen Dingen, was uns hier noch in der Mine erwartet, dann empfehle ich dir, abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann bekommst du nämlich sofort Bescheid, wenn eine neue Folge online ist. Ich danke dir fürs Zuschauen und sage bis dahin erst einmal, gehabt euch wohl.